Ja, moin Leute. Herzlich willkommen auf Lennys Bassecke. Den Kanal kennt ihr ja schon. Zumindest wenn ihr dieses Video seht. Dem einen oder anderen mag aufgefallen sein, dass ich jetzt in den letzten 2 Wochen kein Video hochgeladen habe. Das tut mir auch schrecklich leid. Das liegt daran, dass ich einen Festplattencrash hatte und mein Computer komplett abgekratzt ist. Und so irgendwie 10 Folgen oder sowas, die ich schon vorgedreht hatte, die sind jetzt alle weg. Und deswegen kommt jetzt mal dieser Videolog, dieser Vlog. Und ich erzähle mal ganz kurz ein bisschen, was passiert ist. Ja, ich habe mit dem PC gearbeitet, ganz normal, habe noch ein paar Videos geschnitten, weil es bei mir immer so ist, dass ich immer mehrere auf einmal drehe und dann Stück für Stück hochlade, weil ich auch relativ viel zu tun habe. Und dann war es jetzt so, dass ich die alle gedreht habe und so. Und ich habe geschnitten und geschnitten. Und war dabei, die hochzuladen oder wollte die hochladen. Und dann ist irgendwie, ja, meine Festplatte gecrashed. Und ja, die Festplatte war ein bisschen älter schon. Leider ist jetzt nichts mehr davon da. Aber ich werde auf jeden Fall die Videos weitermachen und die Videos nochmal neu aufnehmen. Genau, das ist so das, was jetzt die aktuellen News sind. Ich werde dieses Video auch gar nicht großartig schneiden. Das ist einfach nur so ein kleines Videotagebuch für euch, damit ihr wisst, was los ist. Ja, das ist das Aktuelle. Und ansonsten habe ich halt auch sowieso viel zu tun momentan. Ich habe viele Produktionen, die ich machen muss, die auch noch irgendwie bis Ende des Monats fertig werden müssen und noch ein paar Gigs und so. Und die Zeit ist knapp momentan, ist sehr knapp, aber das kriegen wir schon hin. Ich werde auf jeden Fall hoffentlich am kommenden Wochenende, also übermorgen, dann noch ein paar Videos drehen und die dann auch zeitig schneiden und zeitig hochladen. In der Hoffnung, dass nicht wieder irgendwas passiert, was dann quasi die ganze Arbeit wieder wegmacht. Es kommen auf jeden Fall noch ein paar Book-Reviews, unter anderem zu einem Klavierbuch, zwar zur russischen Klavierschule, die liegt jetzt irgendwo da hinten. Wo genau, weiß ich gerade nicht. Es kommen natürlich noch Bassvideos, ganz klar. Ist ja nicht umsonst Lennys Bassecke. Die werde ich auf jeden Fall noch hochladen. Besonders Anschlag, bisschen Thema zum Slappen. Natürlich folgt dann auch noch der zweite Teil vom Quintenzirkel, den ich ja versprochen hatte, der bisher leider nicht da ist, weil, naja, ne? Dumme Geschichte mit der Festplatte. Paar Gitarrenvideos zu den Akkorden, weil ich ja bei den Gitarrenvideos so ein paar Akkorde vorgestellt habe bisher. Oder ich glaube, online ist bisher nur ein Akkord, also zwei. Und die anderen sind halt kurzerhand futsch. Genau wie die Bassvideos. Also es kommen auf jeden Fall Bassvideos noch, die ich jetzt alle wieder aufnehmen werde. Eine ganze Menge. Gitarrenvideos. Der zweite Teil vom Quintenzirkel kommt noch. Und dann kommt diesen Monat wahrscheinlich noch, oder Anfang nächsten Monat, das weiß ich noch nicht ganz genau, kommen noch 2 Gear-Reviews. Und zwar einmal zu einer Reamping-Box von Palmer, was ganz, ganz spannend ist. Die nutze ich nämlich ganz gerne für Musikproduktion. Und eventuell auch mal ein komplettes Gear-Review zu meinen Effekten, die ich auf meinem Bassboard drauf habe. Das sind mittlerweile irgendwie auch schon, ich glaube, an die 10 oder sowas oder 9. Ich weiß es nicht ganz genau, muss ich gleich gucken. Das kommt auf jeden Fall noch. Und was ich noch machen wollte, ist ein Video, um mal zu zeigen, wie man sein Instrument, in diesem Fall natürlich den E-Bass oder den Akustik-Bass, auch vernünftig einstellt, dass man eine gute Saitenlage hat, dass man auch gut slappen kann, zum Beispiel, und nicht so viel Probleme hat beim Greifen. Und ja, das ist der Stand der Dinge. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Also, bis dann.